Hey, liebe Rosenfans, hier ist wieder euer rasender Rosenreporter Dominik. Ich muss heute leider ein bisschen leiser sein, weil direkt nebenan gedreht wird. Aber heute soll es auch wieder um Weihnachten gehen. Und was wäre Weihnachten ohne ein richtig schönes traditionelles Festmahl? Bei mir gibt es jedes Jahr ganz, auch wenn die hier jetzt ein bisschen kleiner ausgefallen ist. Aber ich habe mal unsere Schauspieler und Schauspielerinnen gefragt, was es denn bei denen an Heiligabend zu essen gibt. Heiligabend gibt's Ente. Und am Tag darauf gibt's Reste. Da keiner Bock hatte, noch mal zu kochen. Bei uns gibt es meistens Gans. Mit Klößen und Sauerkraut. Immer wieder das Gleiche, jedes Jahr. Oder Lammkeule. Lasagne. Meine Mutter macht einmal im Jahr eine Lasagne zu Weihnachten. Für mich ist das absolute Weihnachtsessen. Und Knödel. Gans. Und Rotkohl. Je nachdem, was für Phasen meine Kinder gerade haben. Teilweise sind sie vegetarisch unterwegs. Aber manchmal lassen sich zu Weihnachten auch überreden, Fleisch zu essen, wenn es so gut riecht. Auf jeden Fall Rotkohl. Fondue. Und ein Makko, also ein Rotwein. Viel Rotkohl. Jetzt in den letzten Jahren haben wir eigentlich dazu tendiert, immer eine besondere Pasta zu machen, zum Beispiel mit Trüffeln. Ja, dann wurde der Alte halt ins italienische frische Paradies geschickt, um die weißen oder schwarzen Trüffel zu organisieren. Dieses Jahr hat sich meine Tochter Schöttbühler gewünscht. Das ist gerade ihr Lieblingsessen. Für das Kind mit Erbsen und Möhren und Kroketten. Und für uns mit Rotkohl. Rehrücken. Fondue, wir hatten mal so ein chinesisches Fondue, wo man wirklich über Stunden isst. Mein Bruder und mein Cousin werden ein Überraschungsmenü kochen. Mhm. Und ich werde den American Cheesecake dazu beitragen. Also wirklich, Heiligabend wird ordentlich reingehauen.